Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von The Media. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben, nachdem wir einen Teil von Henrys Vergangenheit durchstöbert haben. Ja, mal schauen, ob wir ihn in der Folge schon finden. Aber ich glaube, das könnte noch ein bisschen länger dauern. Gerade da wir erst seine wirklich frühe Kindheit durchlebt haben, beziehungsweise gesehen haben, wo er noch mit seinem Vater in der Fleischerei arbeitete. Und dass der irgendwie korrupt war und von ihm festgenommen wurde. Beziehungsweise jetzt hat er ja auch noch ein Jobangebot am Ende erhalten von irgendeinem Typen. Und das Wesen ist immer noch hier. Kann ich die ganze Zeit das Wesen irgendwie ein bestimmter Teil von den Leuten ist? Beziehungsweise irgendeine Manifestation der Ängste oder sowas in der Art. Wir sollten das wirklich irgendwie leiser machen. You ever heard of Neva? Spezieller Auftrag für Major Henry Wilk. Eine Zielperson wurde im Volksressort bei Krakau gefunden. Örtliche Ermittler hatten über einen seltsamen Fall berichtet, in dem der Maler vertraulich. Okay. Wird nicht erwähnt. Verwickelt war. Die Person wurde lebend aufgefunden, allerdings in einem vegetativen Zustand. Es wurde der Verdacht auf einen Verbrecher geäußert, aber die Untersuchung ergab kein Anzeichen eines Hirntraumas. So. Mögliche Verbindungen zum Chimney-Fall. Mehr Informationen in den vertraulichen Akten. Alles muss sauber bleiben und leise. Dafür wurde sie ausgebildet. Dafür wurden sie ausgebildet, so. Anmerkung: Ich empfehle dringend, dass Sie sich mit den Notizen der sowjetischen Wissenschaftler vertraut machen, in deren Besitz wir während vertraulich im Jahr 1950 gekommen sind. Ihnen wurde Zugriff auf den Archiveintrag so 1138 gewährt. Es ist nur für Ihre Augen gestimmt, Wilk. Machen Sie das Beste draus. Melden Sie sich zur weiteren Einlösung beim Sachbearbeiter. Okay. Also es hatte irgendeine Zielperson im Universum, oder? Da stand jetzt nicht welche. Sitzung 42. Das Subjekt manifestiert weiterhin starke übernatürliche Kräfte. Er behauptet, dass ein anderer vertraulich mit ihm spricht und Visionen zeigt. Arbeitstheorie. Vermutet Verbindung zu vertraulich, möglicherweise als Resultat einer Nahtoderfahrung so. Mensch. Die Wörter sind auch wieder ganz toll. Weitere Tests sind notwendig,
um diese Split-Theorie zu bestätigen. Okay. Das heißt, man braucht eine Nahtoderfahrung, um Medium zu sein. Naja, wenn die Theorie stimmt, dass Mirian das Mädchen vom Anfang ist, beziehungsweise aus ihrem Traum, dann könnte es stimmen. Sitzung 43. Die heutige Sitzung wurde wegen einem Zwischenfall in der Testkammer verzögert. Was hat sie abgebrochen? So. Während der Verabreichung der verschiedenen Substanzen kam der leitende Wissenschaftler Dr. Vertraulich in Haut zu Hautkontakt mit der Versuchsperson. Der Doktor wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Obwohl er keine Anzeichen eines physischen Traumas zeigt, verfiel er in einen vegetativen Zustand, von dem er sich bis dato nicht erholt hat. Weitere Sitzungen wurden auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Okay. Interessant. Die reden von irgendeinem Jungen. Sein, dass Thomas schon mal mit denen zu tun hatte. Das können wir hier untersuchen. Ah, da. Sitzung 44. Erinnerung für die heutige Stattfindung der Sitzung. Trotz der erhöhten Dosis bleibt das Objekt extrem gefährlich und muss für die Dauer des Tests sowohl körperlich als auch geistig eingeschränkt werden. Es galten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Okay. Das hört sich ja nicht so gut an. Vor allem frage ich mich, wen die da quasi gefoltert haben. Oh ja, darunter fallen möchte ich eigentlich nicht. Das ist auch das erste Mal, dass wir mit Thomas angegriffen werden. So richtig. Bei Richard wurden wir ja nicht angegriffen. Shit, here he comes. Okay, das sah gerade verbuggt aus. Ja, ich glaube, wir haben es getroffen. Dass man es ziemlich verbuggt aussah. Das Balancieren wird auch immer stressiger. Naja, das war verdammt nochmal knapp. Also eigentlich möchte ich ja nicht auf der gleichen Ebene wie das Vieh sein. Ich glaube, das ist eine gute Idee, weiter hochzugehen. Can't
get me up here, can you? Thomas, ich glaube, du sollst das Wesen nicht produzieren. Got you right where I want it. Time to put you out of your misery. And stay the fuck down! Ob es das wirklich war? Wie gesagt, ich glaube eher, wir haben es gerade noch mehr provoziert. Ja, ne. Mal schauen, ob es das wirklich war mit den Wesen. Kennzeichnung. Sieht nicht mal wie der Verhandlungsraum aus. Business trip, short notice. Couldn't be helped. Won't you say goodbye to him? I'm not sure if that's a good idea. I have work on my mind. I see. Then again, maybe I should. Do you think I should? Okay. Simon, where are you, boy? Dad? Neither, Jen. Aren't you going away again? Daddy has to go to work. Once I get back, we can go fishing. You'd like that, wouldn't you? I don't like it when you go. I know. But sometimes Daddy needs to work. It's good for all of us. You understand, don't you? Ich, wie gesagt, ich weiß noch immer nicht, ob wir jetzt in der Gedankenwelt, Parallelwelt. Es ist auf jeden Fall sehr merkwürdig hier. Jedes Mal wieder. War schon bei Richard nicht ganz so klar, was, ob es jetzt eine Gedankenwelt ist oder irgendwie ein. Weiß ich nicht, irgendwie ein Kopfhirngespinst oder so. Ah, da vorne ist er ja schon, der Henry. This is it. You made it. You're just in time. That's right, kid. Just come to me. I'll put an end to it. I'll set you free. No, it won't let us leave. The monster, it's... Don't worry about the monster, kid. I'll deal with it. I'll put it down for good. Not if it puts you down first. What did you say? No!
was always him. Thomas Rekovich. My father. Was he the man on the pier? The man with the gun? The murderer from my dream? How could he? Why? I needed to know what happened after the fire. What happened to them? To me. Oh. Okay.
Allerdings, bevor wir jetzt weitermachen, glaube ich, vielleicht ein paar Partnerstelle auch schon beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung, dass es euch gefallen hat. Wenn nicht so was soll, könnt ihr euch gerne nochmal runterlassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von dem Medium Video. Ciao.